Der Sommer ist so langsam vorbei, die Sonne geht, Corona bleibt. Wir werden unsere Aktivitäten in Zukunft wieder mehr nach innen verlagern und da stellen sich viele die bange Frage, wie ist denn das mit Feiern? Geht das dann überhaupt noch? Oder muss man Feiern möglicherweise im Herbst und Winter generell bei der Behörde beantragen? Ja, Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zur gemeinschaftlichen Geselligkeit nach dem Bundesheiterkeitsgesetz. Und da muss man ankreuzen, welche Gemeinschaftsaktivitäten planen Sie zur Erlangung des behördlich zugelassenen Vergnügungsniveaus? A. Singen, B. Aktive Erotik, C. Schwarzwälder Kirsch, D. Alles zusammen. Es gibt ja auch Feiern, zum Beispiel Hochzeiten, die hat man lange schon geplant. Wenn man beispielsweise wie in Rheinland-Pfalz mit bis zu 75 Personen feiern darf, dann muss man allen Freunden, die darüber hinaus noch gerne eingeladen werden würden, sagen, du kannst nicht dabei sein. Das ist auch etwas, was zu Verletzungen führt. Natürlich führt das zu Verletzungen. Ja, eine Obergrenze von 75 Gästen wie in Rheinland-Pfalz. Allein, dass wir wieder über Obergrenzen reden. Ich wollte wirklich nie wieder über Obergrenzen reden. Ich habe genug über Obergrenzen geredet, auch in diesem Studio. Jetzt schon wieder Obergrenzen. Und was ist denn, wenn dann Tante Etta eben doch zur Hochzeit kommt, als Gast Nummer 76, obwohl man sie nicht eingeladen hat? Ja, und es gibt dann diese Obergrenze. Muss sie in ein Auffanglager? Muss sie in einen spaßfreien Drittstaat? Oder werden Hochzeiten ohnehin in Zukunft ganz anders aussehen? Dürfen dann die Brautleute womöglich vorm Traualtar nicht mehr zusammenstehen, weil sie ja noch nicht verheiratet sind? Und angestoßen wird mit Sagrotan? Und die Hochzeitsrede kommt vom Band mit der Stimme von Karl Lauterbach. Ich erkläre Sie zu Mann und Frau, Sie dürfen sich ab dem Jahr 2024 küssen. Tatsächlich sind ja private Partys ein Risikofaktor. In Nordrhein-Westfalen haben sich aktuell 33% der Corona-Infizierten bei Partys und Familienfeiern angesteckt. In Berlin sogar rund 50%. Die derzeit beliebtesten Corona-Partyspiele sind Karaoke-Husten. Das ist wie Karaoke-Singen, nur mit Husten. Müssen wir mal probieren. Singen und Husten gleichzeitig geht natürlich auch, allerdings nur bei Songs von Herbert Grönemeyer. Logisch. Außerdem sehr beliebt Sagrotan-Flaschen drehen, ein Spaß für Jung und Alt und natürlich Risiko. Bund und Länder haben heute wieder mal versucht, sich zu einigen. Sie haben sich seit langer Zeit mal wieder ausgetauscht. Beschlossen haben sie ein einheitliches Bußgeld von mindestens 50 Euro bei Verstößen gegen die Maskenpflicht. Bei den privaten Feiern konnten sie sich allerdings nicht einigen. Da gibt es in Deutschland nach wie vor immer noch den Flickenteppich der Vorschriften und Regelungen. Also überlegen Sie vielleicht, ob Sie Ihre Party nicht in ein anderes Bundesland verlegen. In Bayern sind 100 Menschen erlaubt in geschlossenen Räumen. In Nordrhein-Westfalen 150 Leute. In Berlin dürfen sich sogar 500 Leute treffen. Zu einer privaten Feier in Brandenburg 1000. In Schleswig-Holstein und Niedersachsen hingegen nur 50. In Hamburg nur 25. Warum? Warum gerade in Norddeutschland so wenige? Warum haben die Landstriche am meisten Angst vor Tröpfcheninfektion, wo die Leute den Mund kaum aufkriegen? Verstehe ich nicht. Klar, wir haben uns alle wahrscheinlich auch zu lange in trügerischer Sicherheit gewiegt. Wir sind leichtsinnig geworden, viele sind Corona-müde. Und natürlich in geselligen Situationen, wenn dann vielleicht noch Alkohol dazukommt, da machen sich viele die Gefahr ganz bewusst nicht bewusst. Samstagabend, 22 Uhr. Die Nacht ist noch jung, doch in der Düsseldorfer Altstadt ist die Party bereits in vollem Gange. Eigentlich ist es recht schön, aber ich wundere mich, dass zu Corona-Zeit so voll ist, so viel Betrieb hier. Man hat das Gefühl, es wäre ganz normal, ohne Corona. Es ist einfach geil hier. Ja. Ja, einfach geil. Nur erstaunlich, dass so viele Leute hier sind. Ja, trotz Corona. So viele Leute, das hat mich schon gewundert. Auch wir, hat mich auch gewundert. Aber wir sind auch hier, ja, aber geil. Noch geiler. In Berlin-Neukölln werden Techno-Partys bei der Versammlungsbehörde inzwischen als Kundgebungen angemeldet. Ganz geschickt. Da tanzen dann hunderte Raver ohne Masken, vermüllen die Grünanlagen mit einer fadenscheinigen Begründung. Ja, das Ganze ist dann eine Dance-Demo für die Anerkennung der freien Tanzszene Berlins als vitaler Beitrag zur Volksgesundheit in der herausfordernden Zeit von Covid-19 und des Klimawandels. Sehr geschickt. Ja, das ist clever. Warum nicht noch ein Autokorso für saubere Luft in Städten? Ähnlich kreativ müssen wohl die Karnevalistinnen und Karnevalisten in Deutschland sein, denn Gesundheitsminister Jens Spahn will absagen. Er will den Karneval absagen. Es fällt ihm nicht leicht. Spahn kennt sich aus, er weiß, wovon er spricht.
Ich war selbst Kinderprinz und komme aus einer Karnevalshochburg. Ich weiß also, wie wichtig Karneval für viele Millionen Deutsche ist. Aber ich kann mir Karneval in diesem Winter, mitten in der Pandemie, schlicht nicht vorstellen. Das ist bitter, aber so ist es. So soll sich der ehemalige Kinderprinz Jens Spahn auf einer Konferenz geäußert haben. Ja. Den Umhang und das Zepter hat er übrigens seitdem noch auf dem Dachboden, hebt er auf. Für seine Vereidigung als Kanzler. Kein Karneval wegen Corona, für Jecken unvorstellbar. Was macht man da? Was singt man da? Vor Aschermittwoch ist alles vorbei. Oder da sind wir allein, das ist scheiße. Wie hält man das aus? Was kann man da machen? Wer kann da helfen? Möglicherweise unser Experte für Jux, Quatsch und Frohsinn, unsere hanseatische Frohnatur, Heinz Strunk. Ein Polizist hält einen Karnevalisten mit dem Auto an und fragt, haben Sie noch Restalkohol? Nein, alles ausgetrunken! Gehen zwei Jecken die Straße entlang, fragt der eine, kann ich auch mal in der Mitte gehen? Wie nennt man eine Blondine, die in eine Steckdose greift? Funkenmariechen! Müssen wir in der kommenden Karnevalsaison auf diese Premium-Gags wirklich verzichten? Wird der 11.11. ein Tag wie jeder andere? Fastnacht per Videokonferenz, die Höhner allein zu Haus, 2021 ein einziger Aschermittwoch? Mit anderen Worten, hat Deutschland ausgelacht? Wenn es nach dem Bundesgesundheitsminister geht, klares Ja. Augen zu und durch. Die Bittenredner in Kurzarbeit schicken und auf bessere Zeiten hoffen. Jens Spahn, vom Kinderprinz zum Totengräber des Karnevals. Denn eins ist klar, nur im Karneval darf Deutschland sein, wie es wirklich ist. Wo sonst kombiniert man subtile Polizsatire mit knallharten Schunkeln bis zum Augenstillstand? Fest steht, die Narren tragen Trauer. Deutschlands Jecken toben. Denn sie wollen sich ihr Menschenrecht auf gute Laune nicht nehmen lassen. Deshalb wird jetzt zurückgeschunkelt. Frage, ist es überhaupt möglich, den Karneval einfach abzusagen? Nächste Frage, lässt sich der Sonnenaufgang absagen? Mein Tipp, lassen Sie sich die närrische Stimmung nicht verderben. Verkleiden Sie sich jetzt erst recht. Machen Sie Ihre privaten Umzüge vom Wohnzimmer in die Abstellkammer und wieder zurück. Kreieren Sie daheim Ihre ganz persönliche Prunksitzung. Singen, schunkeln und bitzen Sie mit Nachbarn in Ihrem Garten auf selbstgezimmerten Bierbänken und einer eigenhändig gebauten Bütt. Seien Sie kreativ und schreiben Sie Ihre Karnevalsrede selber. Günther G. aus D. mit einer Büttenrede, die es in sich hat. Auszüge. Wer isst am liebsten Creme Brûlée? Der Gauland von der AfD. Faul und dumm? Kein Abitur? Die Rede ist vom Bachelor. Olaf Scholz, der Superloser, ist ein ganzer armer Ritter. Hat nicht mal 1000 Follower bei Facebook, Instagram und Twitter. Da lobe ich mir den Donald Trump, denn der ist hart, doch konsequent. Er lässt sich kein Deutsch verbiegen vom Politik-Establishment. Diese subtilen Zeilen veranschaulichen, dass Karneval unkaputtbar ist. Wir lassen ihn uns niemals nehmen. Ich persönlich trage die Bitte im Herzen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.